Grün-Weiß mal wieder zu Gast bei Schwarz-Gelb. Rund zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt ins neue Jahr trifft der Tabellenführer der A-Junioren-Bundesliga West auf den Tabellenzweiten der Nord-Nord-West-Staffel. Das Ganze vor den Augen von U19-Nationaltrainer Hannes Wolf. Einer seiner Schützlinge auf Seiten der Gastgeber, BVB-Kapitän Dennis Free, und der mit dem Einladungsgeschenk in den ersten Minuten für die Gäste aus Bremen. Haarströmender Fehlpass im Aufbauspiel, Abey mit dem ersten Abschluss und Ostrinski im Gastgeberkasten auf dem Posten. Der BVB benötigt auf der Gegenseite eine Standardsituation, um das erste Mal gefährlich zu werden. Eckball von der linken Seite in Richtung des aufgerückten Pharrell Collins und der per Kopf in die Arme von Mio Backhaus. Durchaus ansehnlicher Start, gerade was die Offensive angeht. An diesem Sonntagnachmittag, nächste Szene, wieder die Gastgeber mit Jamie bei No Kittens. Der kommt zu Fall, der Elfmeterpfiff von Andreas Braun unstrittig. Und der Gefaulte will's selber machen. Bei No Kittens in der A-Junioren-Bundesliga ein Treffer markiert. Und jetzt gegen Backhaus, rechts unten ins Glück, der BVB nach 18 Minuten mit 1:0 in Front. Erster Treffer für den 17-Jährigen im neuen Jahr, blieb am vergangenen Mittwoch ohne Torerfolg beim 6:2 Testspielsieg des BVB gegen den ASC aus Dortmund. Der Gegner heute nochmal eine Klasse besser und Werder kam in den nächsten Minuten mit Wut im Bauch, drängte auf den Ausgleich aus der eigenen Hälfte mit dem Antritt und dann feiner Ball in Richtung von Mika Eickhoff. Wanne bleibt unten, kein Abseits und das Tackling von Pharrell Collins. In allerletzter Sekunde, ansonsten steht es mit großer Wahrscheinlichkeit 1:1. So geht der BVB mit der Pausenführung in die Kabine. Sprung in den zweiten Durchgang, der beginnt mit einer Standardsituation von der linken Seite. Der BVB spielt diesmal mit einer Variante und die landet bei Tom Rothe. Der aufgerückte Verteidiger komplett blank gelassen, den darfst du gerne mal machen. Glück für den SVW in dieser Phase, Dortmund jetzt das bessere Team. Das ist der Torschütze, das ist wieder Jamie bei No Kittens. Nächster guter Abschluss, knapp über den Kasten, in Szene gesetzt von Gürpes. Auch er Schützling von Hannes Wolf in der U19-Nationalmannschaft. Und auf der Gegenseite hatte Werder durchaus Bock auf diesen Nachmittag. In der Liga gut in Schuss, nach zwei Auftaktniederlagen zuletzt 7-mal gewonnen und auch heute noch nicht durch mit dieser Partie. Schlussphase langsam angebrochen, der Standard in Richtung von Fabio Chiarodia. Und der nicht nur über den Kasten, sondern auch über den Fangzaun dahinter. Werder hatte seine Chancen, nutzte die aber nicht. Und auf der Gegenseite kam dann nochmal der BVB. Der lange Ball in Richtung von Emilio Ciano. Und der scheitert an Mio Backhaus. Der Schlussmann der Werderaner machte eine gute Partie, auch wenn er seine Gegentor am Ende den Unterschied ausmachte. Borussia Dortmund gewinnt nach 90 Minuten nicht unverdient gegen den SV Werder Bremen und zeigt sich gewappnet für den 4. Februar. Dann geht's weiter in der Liga gegen Bayern 04 Leverkusen.